Servus, grüezi und hallo und moin moin, sag ich heute mal aus Delmenhorst. Chrissy und ich, wir wollen gleich essen gehen und was wir da gleich erleben, das seht ihr sofort nach dem Intro. Ciao. Servus, grüezi, hallo und moin moin. Hallo. Das neben mir ist Chrissy. Chrissy und ich, wir werden heute Abend essen gehen. City for Two, wir gehen nach Delmenhorst. Ja, Namaste India heißt das Ding. Ja, wollen wir uns überraschen lassen. Also wir sind hier wirklich durchs Wohngebiet gefahren. Ohne Navi wären wir hier gar nicht hergekommen. Und das Erste, was man dann wieder sieht, wenn man denn dahin fährt, ich drehe mich mal eben, König Pilz zum Burggrafen. Ja, eine deutsche Traditionsgaststätte. Ja, die guten Zeiten sind vorbei. Jetzt gehen wir mal auf nach Indien. Wir schauen mal, was uns da erwartet. Zielvorgabe war die gleiche wie immer. Zwei Personen mit Hund, denn ich gehe ja mit meiner Hündin immer mit. Und jetzt gucken wir erstmal, jetzt packe ich die Kamera erstmal weg und wir schauen mal wieder so ein bisschen aus der Hüfte geschossen, was uns da erwartet. Wir machen als Erstes mal einen kleinen Blick auf die Karte. Nee, da stehen nur die Öffnungszeiten. Auf anderen Seite. Ah, hier haben wir. Das ist wieder auch spannend. Eine große Karte mit viel, viel, viel Auswahl. Und die Spielregeln lesen wir uns gleich durch. Okay, bis gleich. Ciao. So, wir sind da. Chrissy sitzt mir gegenüber. Jo. Hallo. Und jetzt schauen wir mal. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ich bin überrascht. Der Laden ist richtig gut besucht. Das heißt, sind ganz viele Leute da. Das heißt, ich kann nicht überall jetzt mit der Kamera hin. Ja, von der Einrichtung her. Ja. Ja, Kitchen Scan, weiß ich auch nicht. Also es sieht so ein bisschen, ich würde eher auf Hawaii-mäßig tippen. Traders Wick, das ist so eine berühmte Cocktailbar-Kette weltweit gewesen. Die waren so mit Bambusstühlen und so, das war eine super Cocktailbar. Danach erinnert mich das so ein bisschen, aber auch nur die Stühle. Ja, ein altes deutsches Gastding. Ja, erster Eindruck. Ja, gucken wir mal. Jetzt als Erstes mal die Spielregeln, die wir hier haben. So, wir sind im Namaste India, indische Spezialitäten. Braunkamperstraße 28 und 27753 Delmenhorst. So, meine Tochter hat gesagt, ich soll immer höher machen, damit ich den Kopf nicht immer abschneide. So ist besser. Telefon 04221 89538 namaste-india-de. Öffnungszeiten Montag bis Sonntag 17 bis 22.30 Uhr. Dieser Gutschein ist gültig. Ja, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag nicht und sonntags dann wieder. Zwei Hauptgerichte bis 11 Euro. Zwei für eins. Die bestellen zwei Hauptgerichte, ihrer Wahl, das preisgünstigere. Bis 11 Euro ist kostenlos. Jetzt sind wir ja gespannt. Das sind die Spielregeln. Angemeldet haben wir das. Jetzt geht's in die Karte. Yeah! Du räumst auf. Alle meine Jungen. Also da Gerichte. Das bei 737 Euro. Prompter Service, Mensch, so schnell waren wir noch gar nicht durch. Da haben wir schon die Getränkebestellung platzieren können. Natürlich obligatorisch wieder alkoholfreies Weizen. Ja, und ein Moorwasser. Moorwasser, ja, das ist ja mal, das sagt man nur hier bei uns in Bremen so. Das ist Spezi für alle anderen. Aber bei uns hier in Bremen nennt man das tatsächlich Moorwasser. Und natürlich klassisch, wenn wir schon beim Inder sind, ein Mangolassi. So, wir müssen noch mal eben ein bisschen gucken. So, erster Eindruck, die Karte ist total dunkel. Und dunkle Karte mit dunkler Schrift ist so jemand in meinem Alter hier mit, weiß ich nicht, wie viel Dioptrien. Also ich bin unverbessert. Yeah. Der hat es schon ein bisschen schwieriger. Hier muss schon die Beleuchtung sein. Aber damit man gut lesen kann, sind hier auch LEDs drin, die das dann wieder
auch total hell machen, was so ein bisschen auf die Stimmung schlägt. Also unser erster Eindruck ist nicht so der Wohlfühlfaktor, finde ich. Also ja, können irgendwie netter sein. Aber unser Essen kommt schon. So, als erstes mein obligatorisches Weizenbier ist da. Wie gesagt, wie ich das mir letzten Mal auch schon erzählt habe, ich schenke ja immer direkt am Glas, am Tisch selber ein, damit ich genau weiß, dass das niemand verwechselt hat. So, machen wir wieder den Erklärbär hier vorne. Immer von oben nach unten reinlaufen lassen und nicht den Flaschenhals im Getränk duschen. Denn wer weiß, wo der Flaschenhals alles rumgestanden hat. Chrissy, auf geht's. Zum Wohle. Prost. Kleine Erklärung zur indischen Küche. Hier steht jedes zweite Mal steht hier irgendwie Curry drauf. Und dann denkt man immer, das heißt bestimmt alles mit Curry. Nein, in der indischen Küche hat ein Curry nichts mit dem Currygewürz zu tun. Das Currygewürz bedeutet, es ist ein Mischgewürz. Das heißt, es sind verschiedene Gewürze und die werden zu einem Curry zusammengemischt. Und dadurch entsteht das Curry durch Kurkuma und durch Safran. Da kommt diese typisch gelbe Farbe, aber das sind nur zwei Bestandteile, die in einem Curry sind. Und in einer Speisekarte eines indischen Restaurants heißt Curry auch nur quasi verschiedene Zutaten zu einem Gesamtgericht gemischt. Und das ist halt ein Curry. Wie bei dem Currygewürz, was einfach aus verschiedenen Gewürzen entstanden ist. Also beim Inder, wenn ihr denn ein Curry bestellt, nicht wundern, das hat mit dem Geschmack des handelsüblichen Currys nichts zu tun. So, bist du soweit? Ja. Okay, was nimmst du? Ich nehme Chicken Tikka. In gewürzten Joghurt marinierte Hähnchenbruststücke im Tandoor auf Holzkohle gegrillt. Das klingt gut. Zum Preis von? 12,50 Euro. Ja, dann bist du ja schon wieder deutlich drüber. Hier wird ein teurer Abend für mich hier. Komm, dann sag mal Prost zum Mangolassi. Mangolassi, mega. Schauen wir mal. Wow. So, was Chrissy bestellt hat, habt ihr ja eben schon gehört. Ich nehme, was nehme ich denn, wie nennt sich das? Murg Limon. Hähnchenbruststücke mit frischem Ingwer, Knoblauch, Limettensaft mit Basmati-Reis und Naanbrot. Jetzt sind wir gespannt auf das, was da kommt. Da geht er aber ab. Ja. Ich würde sagen, leicht heiß. Warten wir 10 Minuten? Ja, wir müssen eh noch warten, weil mein Essen noch nicht da ist. Genau. Der Reis fehlt auch noch. Also wir sind nicht so weit. It kommt. Ja, Chrissy, dann guten Appetit. Wollen wir mal gucken, ne? Auf geht's. Ich habe kalten Schweiß auf der Stirn. Woran liegt's? Das wäre jetzt fast wieder zum Blutdruckmessen für dich, du. Boah. Nee, ist ein bisschen scharf. War auch nur, was habe ich bestellt? Ich habe mildes scharf, also leicht scharf. Yes. Steffi hat denn Steffi. Chrissy. Chrissy, genau. Schnitt. Chrissy hat leicht mild genommen. Mild, ja, mild. Das ist ja wunderbar. Vollkommen vernünftig, wenn man kein Schaf mag. Das würde ich das nächste Mal auch nehmen.
Willkommen zurück. Wir sehen uns auf Klo. Ja, Klo-Check ist okay. Hotelteil ist immer noch gegeben, oder? Da sind wir wieder. Juhu. So, Chrissy, was meinst du, wie war's? Ja, es war nett, aber wiederkommen, ja, das war nicht so schlecht. Also, ja. Das Ambiente, das fand ich jetzt nicht so prall. Könnte besser sein. Ja, also. Ausbaufähig. Schulnote 3. Ja. Essen war lecker, aber nicht so, dass ich jetzt sagen muss, deshalb muss ich hier wieder herkommen. Und Service. Ja. Sie war nett. Sie haben war nett, aber die Tischdecke hätten sie wenigstens wechseln können. Ich hätte eine Serviette gebraucht. Du eine Serviette ich und nicht keine eine neue Tischdecke. Ich habe keine Serviette. Wir gucken das nochmal im Video an. Ja, das stimmt. Nämlich, dass du hattest gar keine. Ich hatte gar keine. Hatte auch keine nachgelegt. Und die Zecken waren leider auch drauf. Ja, okay. Also Service ist halt ein Lehrberuf. Ne? Und insofern, okay, kann man mal machen, kann man hingehen. Also er wird jetzt nicht den City for Two Award gewinnen. Nein, aber vielleicht geben sie sich nochmal Mühe. Ja, nein, alles gut. Nun? Kann man hingehen, aber ja, neues Spiel, neues Glück und morgen gehen wir wieder essen. Danke, dass du dabei warst. Bis dann. Tschüss.